Weniger ist mehr. Immer mehr Transplantationszentren und weniger Spenderorgane. Das provoziert geradezu Manipulationen bei der Verteilung der Organe. Der Chef der Barmer GEK, Christoph Straub, fordert deshalb einen drastischen Abbau von derzeit 44 auf nur noch 15 bis 20 Transplantationszentren. Der Vorstandsvorsitzende der größten deutschen Krankenkasse kritisiert: Wir haben schlicht zu wenige Organe und zu viele Transplantationszentren. Der nächste Verdächtige. Im Regensburger Organspendeskandal wird gegen einen weiteren Verdächtigen ermittelt. Nach Hinweisen aus Göttingen, wo gegen einen früheren Regensburger Chirurgen wegen Manipulationen von Krankenakten und des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird, steht jetzt auch der ehemalige Regensburger Chefarzt der Chirurgie im Fokus der Ermittlungen. Eine arabischsprachige Internetseite der Uniklinik Regensburg spielt bei den neuen Ermittlungen wahrscheinlich eine zentrale Rolle. Helm auf beim Ritt auf dem Rad. Orthopäden und Unfallchirurgen fordern eine allgemeine Helmpflicht für Fahrradfahrer, insbesondere für solche mit zusätzlichem Elektromotor. Sogenannte E-Bikes und Pedelecs werden vor allem bei älteren Menschen und Behinderten immer beliebter. Insgesamt sind laut der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie, DGU, etwa 900.000 E-Bikes und Pedelecs auf deutschen Straßen unterwegs. DGU-Präsident Christoph Josten warnt davor, dass bei Geschwindigkeiten von bis zu 45 Stundenkilometern Unfälle schwere Folgen haben. Bisherige Crashtests zeigten, dass es zu lebensgefährlichen Verletzungen vorwiegend am Kopf kommen könne. Und zum guten Schluss der perfekte Gauk. Für amüsiertes bis ungläubiges Kopfschütteln bei Behinderten sorgte Bundespräsident Joachim Gauck mit einem, wie er wohl meinte, wohlwollenden Kommentar zu den Paralympics. Es ist für mich noch faszinierender, diesen Mut der Menschen zu sehen, dieses Ja zu einem Leben, das nicht perfekt ist, lobte Gauck pastoral herablassend im ZDF.